Extreme Temperaturen und neue Rekorde. Der Sommer hat dieses Jahr wieder für einige Überraschungen gesorgt und Hitzewellen werden auch in Zukunft immer häufiger auftreten. Die Meteorologen Jan Schenk und Alexander König vergleichen im Live-Talk den Sommer im Norden und Süden Deutschlands. Ich sitze ja hier quasi in München, also in Minger, und könnte eigentlich sagen, die Frage ist ja, überliest man Extremsommer 2022? Stimmt das überhaupt? Haben wir überhaupt einen Extremsommer? Wenn ich mich ein bisschen umgucke hier, so in der Gegend, es hat genug geregnet, es war schön sonnig, es war nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Es war eigentlich ein ziemlich cooler Sommer. Also jeder, der mal Richtung Alpen gefahren ist, da ist es grün, da ist gar nichts. Also hier könnte man sagen, schöner Sommer. Wie ist denn bei euch in Hamburg, Alex? Ja, so schön grün sah es bei uns auch mal aus in diesem Jahr. Gerade so zu Sommerbeginn, im Frühjahr und zu Beginn des Sommers gab es noch einige Wetterlagen, die so gerade von der Nordsee her immer mal wieder ein bisschen Regen gebracht haben. Und dementsprechend gab es so die große Trockenheit anfangs noch gar nicht. Ich war zu dieser Zeit häufiger auch in Frankfurt und da gab es schon enorme Unterschiede, während es also im Südwesten schon sehr, sehr trocken war. Da war es wirklich alles noch wunderbar grün in Hamburg und das hat sich dann aber irgendwann geändert und ja, man kann schon sagen, der Auftakt, der war dann in etwa Mitte Juli, so um den 20. Juli herum. Den haben vielleicht auch noch viele in Erinnerung. Vielleicht noch mal, oder Alex, oder nicht? Bitte? Gab es da nicht auch einen Rekord bei euch? Es gab einen Rekord, und zwar was für ein Jahr? Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Also natürlich war der Sommer in Hamburg auch zu warm, zu sonnig und es gab auch nur die Hälfte des Niederschlages. Aber wie gesagt, in der ersten Sommerhälfte hat man das noch nicht so stark gespürt. Und dann kam eben der 20.07. Das war wirklich ein Tag für die Geschichtsbücher, kann man sagen. Ein historischer Tag, denn in Hamburg wurde erstmals die 40-Grad-Marke erreicht. 40,1 Grad in Hamburg-Neuwiedental. Und das war wirklich spektakulär, denn das war nicht nur irgendein Rekord, sondern die 40-Grad-Marke, die hat sich auch weit in Richtung Norden verschoben. Die gab es ja vorher in Niedersachsen auch noch gar nicht. Und dementsprechend also extrem ungewöhnlich, denn der alte Rekord, der lag bei 37,3 Grad in Hamburg-Fuhlsbüttel. Und nun sind das fast 3 Grad mehr. Normalerweise spricht man davon, dass Rekorde um vielleicht einzelne Zehntel Grad mal übertroffen werden, vielleicht um 1 Grad, aber um fast 3 Grad, das war wirklich extrem und auch in den Tagen davor in der Höhe vielleicht sogar gar nicht unbedingt zu erwarten.